Ja, meine lieben Zuschauer, und damit hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge Minecraft Frozen. Und ja, Leute, ich habe ja mehr oder weniger vor kurzer Zeit angekündigt, als ich gefragt habe, habt ihr Bock auf Minecraft-Projekte? Und ihr sagt nur so, ja. Und ja, Leute, wir sind hier angekommen in Minecraft Frozen. Das ist ein Minecraft-Projekt mit sehr vielen Mods, also einem riesengroßen Modpack. Dieses Projekt wurde veranstaltet vom Coke Joke. Und das ist halt echt ein sehr riesiges Projekt, also was heißt sehr riesiges Projekt, mit ein paar Teilnehmern, mit einem Modpack. Es ist ganz entspannt hier, der Shandy ist gerade online. Eigentlich wollte ich mit dem lieben NoStyle aufnehmen, aber der war ganz komischerweise einfach weg so, und deswegen dachte ich mir, wir machen das jetzt einfach, und das ist einfach mein Weihnachtsprojekt so ein bisschen. Falls ihr euch fragt, wann kommt denn das immer? Das kommt jeden zweiten Tag, das heißt, es kommt immer Skywars Ender Games oder sonst was, und dann kommt Minecraft Frozen. Mal sehen, wie es bei euch ankommt, so. Lol, frage ich mich echt. Und Leute, wundert euch nicht, wenn es am Anfang noch irgendwelche Ruckler gibt. Aber ich habe dieses Modpack gerade, lol, zum ersten Mal drin. Und mein PC, der kommt noch nicht so ganz klar. Deswegen muss ich noch ein bisschen an den Einstellungen rumschrauben, dass die ganze Sache besser läuft. Der Plan für die heutige Folge war eigentlich, dass wir uns ein Haus bauen praktisch. Oder dass ich mir schon mal die erste Grundlage für ein Haus mache, und irgendwie ist es nicht so der Stoff, aus dem ich mein Haus haben will. Also auf jeden Fall will ich mein Haus aus so einem dunkleren Holz haben. Aber aus dem Holz könnte ich mir schon mal Materialien machen. Das wäre schon mal eine ganz gute Sache, weil ich will mir jetzt in der ersten Folge schon mal ein paar Grundlagen für mein Haus bauen und so einen kleinen Ort schon suchen, wo ich mir praktisch mein Haus baue, nicht zu weit weg von den anderen, aber noch ganz gut in der Nähe. Was ist das für ein Holz? Lol. Also wie gesagt, Leute, es tut mir leid, dass es in der ersten Folge noch ein bisschen ruckelt. Ich hoffe, ich kann es beheben in den nächsten Folgen, dass es dann nicht mehr so stark ruckelt. Und es ist so das Ding, Leute. Und noch eine Sache. Ich finde, das werden halt immer so 10, 12 Minuten Let's Plays so. Oh, lol, da hinten ist ein Tower. Boah, ich glaube, das war der Tower, den NoStyle mit mir looten wollte, weil wir wollten eigentlich in dieser Aufnahme einen Tower looten. Und der Tower ist hier, lol, Alter. Boah, das war jetzt ein Mega-Ruckler. Der Tower ist hier vorne. Stuff, Alter, ruckelt die Sache hier. Und ich denke aber, der Tower ist schon gelootet, oder? Weil irgendwie ist hier jetzt nicht so viel. Ich gehe mal weiter. Oh, da waren aber Seeds drin. Die könnte man mal mitnehmen. Yo, da ist ein Skelett. Hör mir auf, Leute. Falls ihr fragt, warum ich so leise spreche. Wir haben gerade schon in der Nacht und ich will hier nicht rumschreien wie sonst was. Deswegen spreche ich ganz normale Lautstärke oder beziehungsweise meine innere, warme, liebevolle Stimme. Und das ist so das Ding, Leute. Ich habe ja gesagt schon, dass ich irgendwie Bock habe auf Projekte wieder, weil früher habe ich nur Projekte. Lol. Ach, wir haben die Timbers Mod. Okay, das ist nice. Früher habe ich ja sehr viele Projekte gemacht, aber irgendwie mit der Zeit ist es dann immer weniger geworden, weil Projekte nicht mehr so gut ankommen wie früher auf YouTube. Und deswegen, Leute, dachte ich mir einfach mal, wir machen ein Projekt. Und je nachdem, wie es ankommt, könnt ihr entscheiden, ja, wir wollen mehr Projekte oder wir wollen weniger Projekte. Ich bin gerade überlegen, ob ich einfach Weihnachtsmusik im Hintergrund laufen lasse. Jo, was ist das denn? Oder einfach, anstatt Minecraft-Musik, lasse ich dann einfach im Hintergrund sonst was laufen. Keine Ahnung was. So auf 39 Oakwood. Kein Plan, wo wir überhaupt unser Haus bauen sollen. Hier habe ich schon ganz komischerweise einen letzten Todespunkt. Und da vorne habe ich einen Waypoint bei Home. Boah, aber irgendwie hier auf dem Berg wäre schon nice. Also keine Ahnung, Leute. Ich hätte schon Bock, hier so ein bisschen auf dem Berg zu bauen. Aber ich will euch halt nicht ewig irgendwie langweilen mit irgendwelchen, keine Ahnung was. Aber ich würde schon gerne, also, ja, doch schon. Ich baue mal hier ein bisschen ab, Leute. Das ist in der 1.12.2. Hey, was ist denn das? Lol. Ganz komische Geschichte. Es ist in der 1.12.2. Das heißt, wir sind in einer neueren Version. Ich habe auch ganz komischerweise gar kein Optifine drin. Deswegen laggt es auch wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich mir hier noch Optifine ranhole. Dann laggt es vielleicht ein bisschen weniger. So, machen wir uns mal eine wundervolle Schaufel.
Ich würde ungern das jetzt vercraften, weil ich schon ein bisschen was im Kopf habe, wie ich mir mein wundervolles Haus zulegen will. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr mein Texture Pack findet. Ich finde es eigentlich ganz nice. Es ist so eine abgewandelte Version vom Zortex, heißt es, glaube ich. Und lol. Das ist eine so der Sachen, Leute. Gebt euch das mal. Das ist einfach so eine Biene. Hier mit einer kleinen Schwänelein hinten. Und die sieht so weiblich aus. Hier gibt es alle möglichen. So, hier gibt es so viel Stuff. Und ich dachte irgendwie so am Anfang, die Mod wäre hier nicht so krass umfangreich. Aber die ist schon hart umfangreich. Keine Ahnung. Und ich baue jetzt einfach mal hier. Ich glätte das mal hier komplett weg. Lol. Komplett weg hier. Autsch. Ach, kann es sein, dass einer unter mir baut? Oh, vielleicht kann ich da oben dann doch nicht bauen. Das ist schon ein bisschen belastend gerade, glaube ich. Lol, gebt euch den hier mal. Das ist ein Triad. Das ist also, keine Ahnung, das Modpack ist richtig nice irgendwie. Jo, wir sind schon bei 7 Minuten. Die Zeit verstreicht hier ja wie nichts. Oder wir... Ah, ich würde schon gerne da oben bauen, aber ich weiß halt nicht, ob schon jemand anderes da oben bauen will. Deswegen, glaube ich, gehe ich dann doch wieder ein bisschen weiter weg. Hier vorne irgendwie oder so. Keine Ahnung. Oder hier? Oder hier? Boah. Keine Ahnung. Stell dir mal vor, hier irgendwie so in einem Baum drin. So darüber ist mein Haus. Ich weiß nicht. Das ist echt schwer vorzustellen, weil ich baue echt keine besonders schönen Häuser. Ich baue in keinem Projekt immer ein schönes Haus. Ich baue immer so ein hässliches Haus. Ich muss mir halt irgendwie so eine Grundlage suchen, wo ungefähr so mein Haus hinkommen sollte. Aber ich glaube, das wird hier sowieso so eine Art Stadt oder so. Deswegen kann ich ja mal. Boah, das ist echt. Das ist echt schwierig. Aber ich glaube, wir machen einfach mal hier so. Das ist echt sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, wo ich die erste Ding für mein Haus hinpacken sollte. Hier. Also. Wir können es ja in den nächsten Folgen, könnt ihr mir auch gerne Vorschläge in die Kommentare reinschreiben, wie ich mein Haus gestalten soll, wie das ganz nice aussieht. Wir packen mal hier ein bisschen was weg. Also manchmal spinnt die Mod ein bisschen, manchmal geht es nicht von Anfang an, lol. Hier, ah okay, jetzt ganz komische Geschichte, also manchmal läuft es nicht so wie geplant, ne? Kann ja natürlich nicht alles laufen wie geplant, so. Dann mache ich hier mal ein bisschen gerade, weil ich glaube, hier so auf der Höhe können wir ungefähr das Haus bauen. Und hier sollte auch bisher noch gar kein anderer gebaut haben, Leute. Aber dass hier diesen langweiligen Shit, den ich hier gerade mache, nicht sehen soll, mache ich einfach mal ganz kurz einen Zeitraffer. Jo, Leute, mich hat gerade so ein Tier angegriffen. Was da los? Ich hasse diese Viecher hier. Überall ist... Jo, da ist noch ein Tier. Da ist noch ein Tier. Digga. Ich, ne, langsam reicht's aber. Also Leute, yo, jetzt bricht hier richtig die Apokalypse aus. Ich will hier auch mich nicht irgendwo bei jemanden hinstellen, weil ich gerade, keine Ahnung. Alter, yo, ich hatte gerade für einen kurzen Moment das Gefühl, dass mein Minecraft gerade ein bisschen abstürzt. Aber ich stürze nicht ab. Ganz komischerweise, wir haben halt auch gerade Nacht. Das ist echt ein bisschen blöd gerade. Ach, ah lol, das ist Eis. Ach, kein Wunder, dass es so komisch aussah, Leute. Ich kann auch leider bis jetzt noch kein Shader machen. Egal, Leute. Keep Inventory ist sowieso true. Warte mal, ich bin Profi. Oh. Wow. Bin ich jetzt zu so einer... Ja, das ist auch eine weitere Mod, Leute. Jetzt bin ich zu so einer... wenn ihr jetzt mal guckt, sieht man das überhaupt? Ich habe so ein Teil bekommen, womit ich mich in andere Tiere so reinmorphen kann und dann nehme ich deren Gestalt an. Das können wir in den nächsten Folgen auch mal genauer ansehen, wie das gemacht ist, Leute. Ey, und irgendwie, ne, komme ich nicht dazu, mein Haus zu machen. Das ist der Wahnsinn. Ich will doch nur mein... Yo, was ist denn das eigentlich für ein Vieh? Kann mir das irgendeiner mal erklären? Was ist denn das für ein Viech? Das Viech ist schnell wie sonst was und verfolgt mich hier durch das ganze Teil, Alter. Gar keine Chance, Leute. Gar keine Chance, Leute. Ich glaube echt, dass wir in der nächsten Folge uns irgendjemand dazu holen müssen, weil sonst habe ich hier echt zero Chance, ne? Keine Ahnung. Vielleicht baue ich mir auch einfach so einen Bunker im Inneren, dass ich hier irgendwas machen kann. Ich wollte eigentlich in dieser Folge die Grundlage für mein Haus machen, aber irgendwie
kannst du hier in der Nacht gar nichts machen. Das ist echt der Wahnsinn. Und dann, und das ist ja so ein Tier. Was ist dein scheiß Problem? Dann kommt es da hoch. So, Leute, mir reicht es jetzt langsam. Ich glaube, ich steck mich jetzt einfach gleich hoch. So. Okay. Leute, das ist jetzt meine erste Grundlage für mein Haus. So. Hier chill ich jetzt erstmal mein Leben, bis die Monster mich fürs erste Mal einfach in Ruhe lassen, weil ich überhaupt keinen Bock habe, dass mich die Monster keine Ahnung was mit mir machen. So, zack, 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 zack. Ich habe Schneebälle. Was kann ich aus den Schneebällen irgendwas Besonderes machen? Ich schaue mal nochmal nach, ich weiß nicht, wie man nach Crafting-Konzepten schaut. Boah, wir könnten aber auch hier so ein großes Haus irgendwie machen. Lol, wir sind schon bei 11 Minuten. Hier so ein großes Haus oder sonst was hier machen, ich weiß es nicht. Hier so zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. So, ich habe schon ewig kein Haus mehr so gebaut. Das ist jetzt unser erster Hausversuch. Da ist die Workbench. So, Leute, und da will ich auch mal sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Bock auf mehr Folgen von dem Projekt habt, weil ich habe auf jeden Fall sehr Bock auf so ein Projekt. Und da will ich auch mal sagen, hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein, macht's gut. Und ciao!